der Tierpark Berlin. Ganz ruhig und friedlich. Also das genaue Gegenteil des ungarischen Steppenrindbullen Miroslav, wenn man ihm an die Hufe will. Das ist heute aber der Plan, denn die Tiere im Haustierbereich müssen zur Pediküre. Ja, alle Pferde, Ponys, also die ganze Runde heute. Die sind es ja nicht gewöhnt, jeden Tag angefasst zu werden, sondern die leben ja bei uns frei und unbekümmert. Und wenn wir ihm jetzt die Hufe hochheben wollten, das macht er, lässt er sich nicht gefallen. Und der ist so groß und kräftig, da kann was passieren. Wir müssen ja ein bisschen an den Arbeitsschutz denken. Und auch an unsere Leute. Wir wollen ja nicht, dass irgendeiner hier zu Schaden kommt. Und deshalb legen wir ihn jetzt. Also wir geben ihm eine gute Beruhigung, sodass er sich hinlegt. Und dann kann man die Hufe, oder jetzt, bei denen sind es ja die Klauen, mal nachschneiden. Die sind ja ein bisschen lang gewachsen, weil die sich nicht so viel bewegen. Der ist inzwischen groß und alt. Und die alten Männer bewegen sich nicht so oft wie die Jungen. Komm her, Dicker, komm. Guck mal hier, Leckerli. Butterstau und ja, jetzt kommt er. Wichtig ist die genaue Dosierung des Mittels. Zu viel könnte Miroslav gefährden. Zu wenig würde ihn nicht richtig einschlafen lassen. Das wiederum wäre problematisch für Pfleger und Tierarzt. Komm noch mal, komm. Treffer Nummer 2. So, nur 10 Minuten. Dann. Spät ist jetzt 10, ne? Halb. Als nächstes ist ein Kandidat mit schlimmen Füßen an der Reihe. Und Übergewicht. Das macht die Dosierung des Mittels für Fjellrindbulle Morten noch schwieriger. Komm her, Dicker, komm. Oh, lass ihn stehen, geht einfach von hinten. Oh, der humpelt aber auch schon, ne? Wieder ein Treffer. Inzwischen zeigen die beiden Spritzen bei Miroslav Wirkung. Er ist eingeschlafen, oder? Ja, ein Helle dabei. Und dann ein bisschen außer Atem geschlafen. Dr. Strauß macht mutig den Anfang. Miroslav ist weder wach noch weggetreten, sondern irgendwas dazwischen. Wollen wir sicherheitshalber strecken um die Hörner? Ja, wir nehmen ihn hier ran. Machen wir ihn hier ran. Damit er nicht. Dann können wir ihn vielleicht auch ein bisschen umlegen, dass man besser an den Klauen kommt. Na ja, wir müssen ihn ein bisschen auf die Seite legen. Aber lassen wir erstmal noch ein bisschen in Ruhe. Müssen wir die Klauen stellen, der ist auch ein bisschen lahm. Und das ist auch hier doppelte Sohle hier drin, so ein bisschen. Aber wir müssen ihn jetzt erstmal ein bisschen fixieren, nicht, dass der wieder an die Angel kommt. Und dann steht der wieder auf und dann braucht man ihn wieder rangehen. Ja, wenn die sich hier hochheizen, dann brauchen wir da heute nichts mehr machen. Ja, die Sohle, da kaufen immer die Steinchen drin und so, und dann gehen die dann lahm. Ne? Ist ja klar, dass er drückt, wenn wir einen Stein im Schuh haben. Ja. Eine gefährliche Situation. Tierpfleger und Tierarzt treten lieber den Rückzug an. Wie geht's weiter? Direkt neben dem Schloss Friedrichsfelde im Tierpark liegt die Vogelaufzuchtstation, wo Ersatzpapa Ronald Richter gleich mehrere hungrige Schnäbel versorgen muss. Na, Mäuse, schon Hunger? Ja. Guck mal, hier ist ein junger Bartgeier, der ist jetzt 2 Tage alt. Und der geht zur Auswilderung nach Österreich. Bei den Bartgeiern ist es ja so, dass man den Eltern einfach irgendein Kind unterlegen kann. Und die Paare, die sie dort zusammengestellt haben, das sind manchmal gleichgeschlechtliche Paare, also 2 Männer oder 2 Frauen. Und bei Bartgeier ist es so, bei einem wirklich guten Paar kann man einfach einen Jungvogel reinsetzen und die Eltern sagen sofort, oh, toll, Kind. Und die sind so kindergeil, da kann man dann von ausgehen, dass die das sofort aufziehen. Fein, du bist ja wie ein Großer schon. Also gestern hat er noch ein bisschen rumgemäkelt. Also nee, nicht rumgemäkelt, er war einfach mal noch zu schwach gewesen. Und heute ist es schon richtig toll.
dieses Zuchtprogramm existiert ja nun schon seit vielen Jahren. Und die werden ja dann ab einem bestimmten Alter, also über 3 Monate sind sie dann, wenn sie Flügge sind, werden sie einfach dann in den Alpen in irgendeinen Horst gesetzt. Und dort werden sie noch gefüttert, eine Zeit lang. Na Kind, wie viel willst du denn jetzt? Wie weit werden die jetzt überhaupt gefüttert? Wir quatschen und quatschen und Kind erzählt hier mit, ne? Bartgeier-Eltern legen 2 Eier, ziehen aber nur 1 Kind groß. Deshalb kommt das Küken aus Ei Nummer 2 in das Auswilderungsprogramm. Jedes Jahr ist das so. So, Kind, jetzt kriegst du ein fettes Tuch über den Kopf. Und wenn sie ein Tuch drüber haben, ist es so, als wenn ein Altvogel drauf sitzt. Und dann sind die auch nicht so böse. Die würden sonst den Eltern in die Brust hauen mit dem Schnabel, wenn sie einen Hunger haben. Und so, dann melden sie sich bloß und sind dann nicht so bösartig zu den Eltern ganz einfach mal. Und da reagieren auch einige Elterntiere, reagieren da auch ein bisschen energisch, wenn ihnen nun mal so ein Vogel ständig in der Brust beißt. So, du kommst jetzt wieder in deine Hütte. So, jetzt zu dir. Du springst mir ja schon fast raus. Das ist ein junger Nashornpelikan. Der ist jetzt 3 Tage alt. Und Pelikane, die fressen ja nun mal alleine. Da braucht man sich gar keine Sorgen zu machen. So, Kind, dann fein essen. Da, gut. Das namengebende Horn auf dem Schnabel entwickelt sich erst bei ausgewachsenen Tieren. Die jungen Nashornpelikane, die haben eine dumme Angewohnheit, die sind so verfressen. Und wenn die Eltern das Futter ins Nest erbrechen, dann fressen die den Nestinhalt mit und bekommen somit Verstopfung. Und da sind uns bei den Eltern schon 2 Jungtiere gestorben. Aber eben, um dem aus dem Weg zu gehen, machen wir künstliche Aufzuchten. Ja, jetzt reicht's. Das war genug. Hast eine dicke Beule. So, haben wir die ersten hier gesättigt. 2 weitere Nashorn-Pelikan-Babys warten schon auf Ronald Richter. Im Flusspferdhaus des Berliner Zoos ist heute Frühaufstehen angesagt. Zumindest Debbie musste besonders zeitig auf die Außenanlage. Denn drinnen schmieden die Pfleger gerade einen Plan. Die Zwergflusspferddame soll neue Mitbewohner bekommen. Fische aus Afrika. Hier sollen sie drin. Hier sind auch schon meine Karpfen. Ja, das ist doch wunderbar. Ja, und das sind 100 Kubikmeter. Ich glaube, das haben deine bis jetzt nicht. Nee, das haben sie in dem Fall noch nicht gehabt. Ja. Die können ja auch nach nebenan. Mhm. Da können sie unten durch die Scheibe, das werden sie nach kurzer Zeit. Mhm. So ein Fisch ist ja auch nicht so doof. Das sollte man ja nicht. Also hab ich mir gesagt. Schmecken tun sie auch gut. Ideale Tiere. Ja, also im Grunde, ja. Nee, aber das dürfte überhaupt keine Probleme machen hier. Die müssen gut zurechtkommen. Na, der los. Wels, der zwar am Grund sitzt, aber der ist definitiv zu groß. Und er hat ohnehin so einen langen Hals, dass er da den darin stecken kann. Obwohl er hier und mit den Dänen kann er auch nicht stecken bleiben. Richtig, na dann kann er ja nicht passieren. Na dann. Von Lachswanderung hat man ja schon mal gehört. In Berlin sollen heute Tilapien und ein Giraffenwels auf Wanderschaft gehen. Vom Aquarium ins Flusspferdhaus. Ja, geht mal hoch, ne? Ein bisschen laut hier. Thomas, kommen wir mit dem Handwagen zur Arbeit heute. Ja. Es passt natürlich ganz hervorragend, dass im Flusspferdhaus in der Afrika-Anlage ein paar große Tilapien gebraucht werden, die damit rumschwimmen. Und so ergänzt sich das optimal, dass wir eben hier ein paar Tiere übrig haben und der Uwe Fritzmann da drüben welche braucht. Und wir kommen ohnehin sehr, sehr selten mal ins Flusspferdhaus. Ich glaube, in den letzten 20 Jahren war ich vielleicht einmal da wegen Fischen irgendwie. Und insofern bietet sich das an. Und wer weiß, vielleicht legen wir den Grundstock heute für eine fruchtbare, wunderbare Zusammenarbeit. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal ein Zwergflusspferd bei uns in den Tilapia-Becken drin, wa? Im Austausch. Fürs Erste ist die Wanderung nur als Einbahnstraße geplant. Und während die Kollegen im Aquarium die Fische herausfangen, können sich die Bewohner des Flusspferdhauses entspannen. Auch Reviertierpfleger Uwe Fritzmann.
Rotsch, Frühstück. Los, komm. Er nutzt die kurze Pause, um sich ein ganz besonderes Geschenk anzuschauen. Ja, morgens 9:30 in Deutschland. Du Räuber. Seit mehreren Jahren kriegen wir hier von einem polnischen, ich sag mal, Künstler so einen Kalender. Der hat mal irgendwann alle Flusspferde von uns fotografiert und bringt die jetzt in, ich sag mal, Landschaften und Situationen drin. Das ist jetzt zum Beispiel die Nicole. Nicole als, ja, Experimentatorin, keine Ahnung. Ja, aber safety first, wir haben natürlich eine Schutzbrille auf. Das ist jetzt schon, ich glaube, der dritte oder vierte Kalender, den wir jetzt hier gekriegt haben, das ist auch, also man kann ja nicht sagen, jetzt ist ein besonders schönes Bild und das ist noch ein bisschen schöner. Die haben alle irgendwo, wenn man genau hinguckt, so Details. Wann hat man schon mal ein fliegendes Hypo gesehen? Ja? Also ich finde das faszinierend, wie der Mann das hier... Ich denke mal, dass er auch ein kleiner Hypo-Freak ist. Hier. Ostern ist zwar schon vorbei, aber... Aber das ist auch schön hier. Ja? Die Vorderansicht und Ende. Tierpfleger sein, zum Beispiel bei den Polarwölfen, ist eigentlich ein Job, der sich im Laufe der Jahre nur wenig verändert, könnte man meinen. Ist aber nicht so. Seit einigen Tagen kommentiert Markus Röpke die Fütterung für die Zoobesucher. Willkommen zur kommentierten Fütterung der Wölfe, Wildhunde und Nasenbären. In den nächsten 15 bis 20 Minuten werde ich Ihnen so ein bisschen unsere Tiere und ihre Eigenheiten näher bringen. Hier hinter uns haben wir die Braunbären City. Das wäre jetzt der erste natürliche Feind von unseren Wölfen in der Natur. Hier haben die Wölfe natürlich nichts zu befürchten vor der Bären. Und sie weiß halt nur, dass sie bei der Fütterung, wenn ich hier stehe, auch immer noch ein bisschen was ab. Bekommt. Deswegen kriegt sie ein schönes Kotelett jetzt. Cindy, komm mal noch mal hoch, zeig mal, wie groß du bist. So fein. Sie ist 24 Jahre alt, ist hier geboren und lässt sich das Kotelett schmecken. So, sie gehen in ihrer Natur in Rudelgrößen bis zu 20 Tieren auf Jagd. Angeführt meistens von einem Alpha-Weibchen und Alpha-Männchen. Unser Rudel wird halt auch angeführt von einem Alpha-Weibchen. Sie heißt Ava und ist da hinten, das ist die da ganz hinten ist, zack, da ist die Ava. Das Alpha-Männchen, das wechselt ab und zu mal. Da haben wir zwei Kandidaten, aber momentan ist er hier vorne, das ist der Rüde, das ist der Oscar, der ist momentan der Chef unter dem Männchen. Danach kommt der Viktor, da kommt er, zack. Die beiden fechten sich das jedes Mal aufs Neue aus, wer ein zweiter Chef ist. Der dritte ist hier der Arthur. Der hat noch nichts zu sagen, der ist halt einfach noch auch ein bisschen jung. Ich werde jetzt mal die Anlage verlassen. Wir werden auch sehen, wenn ich jetzt den Tieren den Rücken kehre und mal ein bisschen schneller versuche wegzukommen hier von der Anlage, fangen diese Tiere an, so Scheinangriffe zu machen. Da, die kommen sofort an, aber wenn ich mich umdrehe, und den Tieren zeige, passt auf, ich habe euch im Blick, ich weiß ganz genau, was Sache ist, dann gehen die Tiere auch wieder. Jeder geht seiner Wege, alles ist okay. Verständlich kommentieren und auf die Wölfe achten ist gar nicht so einfach. Auch das Rudel musste sich an die Neuerung gewöhnen. Am Anfang waren die Tiere wirklich total ängstlich, ja, weil meine Stimme so laut kam. Und das war auch noch so, ich wollte was erzählen über die Gefährlichkeit der Tiere. Und dann hängen die irgendwo hinten in der Ecke und haben Angst. Ja. Da wusste ich dann auch nicht, was erzähle ich denn stattdessen? Und dann wurde die Pause immer länger. Und umso länger die Pause ist, umso unangenehmer ist das denn. Und naja, aber ich habe es jetzt hingekriegt. Jetzt habe ich mittlerweile so meinen roten Faden. Und der führt Markus Röpke nun zu den Wildhunden. Die etwas dickere da ist die Perla. Zack. Ja, Hähnchen ist nicht so ihr Lieblingsfutter. Meistens hauen sie sich lieber die Koteletts rein. Jetzt sind sie ein bisschen aufgeregt. Deswegen werden die Tiere natürlich auch Hyänenhunde genannt. Diese Kontaktlaute, die sie untereinander machen, machen Hyänen auch. Die Tiere sind sehr
rabiat und sehr wild. Sie haben einen sehr hohen Stoffwechsel, sie verbrauchen sehr viel und sind halt auch sehr, sehr aggressiv. Sie haben eine sehr, sehr starke Beißkraft. Eine Tonne auf einen Quadratzentimeter. Das bedeutet, jeden Knochen können sie ganz locker durchbeißen und auch fressen. Mit dieser Erkenntnis haben wir uns dann auch gesagt, okay, wir gehen nicht mehr auf diese Anlage rauf. Früher haben wir das mal gemacht. Nur ist das einfach wirklich zu gefährlich. Gut, dass diese Infos nun auch die Zoobesucher erreichen. Und nicht nur die Zuschauer von Panda Gorilla und Co. Zurück in die Vogelaufzuchtstation. Zwei weitere Nashorn-Pelikanjunge warten schon auf Reviertierpfleger Ronald Richter. Gerade beim Pelikan muss man natürlich immer aufs Futter achten, dass es eben auch warm ist. Weil die bekommen ja nun mal von den Eltern das Erbrochene sozusagen. Und da ich das ja jetzt erst aus dem Kühlschrank genommen hatte, muss dann auch erstmal der Kern muss jetzt erstmal auch ein bisschen warm werden. Alle paar Stunden bekommen die zwei Wochen alten Jungvögel das lauwarme Futter. So, auf geht's, Kinder. Ja. Genau. So, komm rüber. Ja, ne? Aber alleine essen. Eine junge Pelikane sollte man grundsätzlich nur Süßwasserfisch füttern, weil in dem Meereswasserfisch ist eben so viel Salz enthalten. Das können die Jungvögel nicht abbauen und dann bekommen sie mit Nieren. So. Aber man könnte auch alleine essen, ne? Genau, das klappt auch alleine. Und bei dir? Alles klar? Ja. Schnabel auf. Abschlucken. Stroh weg. Du hast extra kleine bekommen, weil du kleiner bist. Noch mehr? Nee, ist satt, ja? Also wir füttern jetzt hier vorne die Pelikane. Sagen wir mal, bis 3 Wochen werden sie noch bis 5-mal gefüttert. Und dann der Größe nach werden sie dann eben nur 2-mal täglich gefüttert. Was macht die Lampen hier hängen? Weil die sitzen außerhalb. Wir können die Lampen noch nicht wegnehmen, weil das ja noch Nuggedeis sind. Solange die noch keine Dunen haben, muss immer noch eine Wärmequelle da sein. Alles klar, Kind? Ja. So. Du hast ja helle Augen und du hast dunkle Augen. Aha. Krach machen, futtern, schlafen. Mehr können die kleinen Nashorn-Pelikane noch nicht. Ronald Richter besucht nun die Großen. Auch Miroslav ist endlich eingeschlafen. Wir müssen die den wecken, oder? Der ungarische Steppenrindbulle benötigt Pediküre. Das geht nur unter Betäubung. Beim ersten Annäherungsversuch des Fußpflegeteams ist Miroslav aufgewacht. Komm du mal ran hier. Und diesmal? Oh, Leute. Hoch. Nicht mein Daumen. Das ist schon rot, wa? Stell dir mal vor, wie du dich anschätzt, wenn du den Fingernagel eingerissen hast. Wie doof das ist. Du musst nicht doof laufen. Ja, tut alle weh. Ja, und sieht vor allem scheiße aus. Das hoch noch. Ne? Die Spitze noch ein bisschen weg hier. Ja. Halt mal noch mal hoch. Ja. Probieren weiter nicht. Besser? Alle beiden. Ja, leg's hier wieder. Eine gefährliche Situation. Die Dosierung des Narkosemittels basiert nur auf einer Gewichtsschätzung. Eine zu hohe Dosierung würde den Bullen gefährden. Das lag aber nicht dran. Ja, so ist gut. Nichts passiert. Schnell zum Ende kommen. Naja, hier ist Steine drin gewesen. So, die Ecke müssen wir noch wegnehmen, Ronald, hier. Ja, das kann er auch gerne. Weil das nicht so verhält, ne? Gut. Das andere war gut. Da war eine Steine. Dr. Strauß gibt die Spritze zum Aufwachen.
Kannst du was essen? Jetzt können wir rausgehen. Wir haben ja gefunden, was war. Die Steine waren eingewachsen in der Sohle. Na, das ist für uns immer ein Highlight, wenn wir das finden. Das ist ja ungefähr so, als wenn man sich einen Splitter unter den Fingernagel reißt. Ein bisschen. Wird schon ein ganz schöner Druck gewesen sein. Also dann irgendwann schmerzt es. Ungefähr so, als hätte man einen Stein im Schuh. Genau so ist es, ja. So ist er gelaufen. So, ja. Na, wie ein Tänzer rennt er jetzt schon wieder. Mein Bein wird gut drauf, ne? Wird es gleich besser, ne? Dann hoffen wir, dass wir bei den anderen drauf finden. Oh, jetzt ist er böse. Ich glaube, er will uns nicht. Wir werden den mal jetzt ein bisschen in Ruhe lassen. Ja, noch so. Wir wollen uns dem nächsten Fall zuwenden. Und der ist ein besonders hartnäckiger Fall. Fjellrindbulle Morten benötigt wohl auch noch einen Narkosemittel-Nachschlag von Dr. Strauß. Ja, da steht wieder eins, da merkt nichts. Aber wir warten mal noch. Der hat auch hinten Lahm. Das ist dasselbe Problem. Na, aber der ging noch mehr Lahm hier als der andere. Na, und da wird es genauso sein, da werden auch Steine drin sein. Ist ja klar, bei dem Gewicht. Ja, ich meine, wenn die rumrennen, dann stehen die auch mal mit ihrem Gewicht auf ein Bein und nicht auf alle Viere. Ja, und dann drückt sich mal ja einen Stein drin und dann wächst die Sohle zu. Ja, und dann ist der Schmerz da. Ja. Aber nicht mehr lange, wenn die Fußpfleger erfolgreich sind. Ja, das war auch alles. Hier sind die Steinchen drin. Ja. Okay, der nächste. Das Pediküre-Team muss zum Glück nur selten anrücken. Das hat eigentlich immer so 2 Jahre gehalten. Muss natürlich, wenn er irgendwann wieder Alarm geht, dann ist das nicht zeitabhängig. Dann müssen wir ran. Na? Der soll sich ja nicht quälen. Das war's. Dr. Strauß hat das Mittel zum Aufwachen schon gespritzt. Ja, kleiner Moment. Ja. Keine Regung bei Morten. Warum wacht der Bulle nicht auf? Nicht immer kann Zootieren die Narkose erspart werden. Die beiden Lippenbären Rajat und Kaveri sind aber ein Beispiel dafür, was mit geduldigem Training alles erreicht werden kann. Seit einem Jahr übt Markus Röpke mit den beiden. Kaveri! Komm mal. Fein, na fein. Komm hier, komm hier. Pfleger und Tierarzt dürfen den Bären an die Krallen. Ganz ohne Betäubung, nur mit Belohnung. Hallo. Hi. Ist meine Tasche mal draußen? Hi, Markus. Tag. Ein großer. Ja, das kennst du schon. Hier haben wir ja die Nägel schon gekürzt. Hier werde ich jetzt nicht viel mehr wegnehmen können. Aber ich kann jetzt hier wirklich kräftig auch ziehen mit fixierter Zange. Also bei dem werden wir mit dem Krallen kürzen vorne keine Probleme mehr haben. Alles okay, gut. Dann machen wir jetzt die Spritze im Po. Okay. Ratschern. Ratschern. Ah. Nein. Hey, damit sind wir durch. Ah. Du willst schon Eier kaufen. Nein, so ich will das nicht. Das will ich nicht, das von dir. Der arbeitet gerade das Repertoire ab, was ich ihm so beigebracht habe. Weil wenn er sich hinlegt, wir sind sonst nicht anders an die Füße rangekommen. Deswegen habe ich ihn so hingelegt. Und dann streckt er seine Hinterfüße auch durch. Aber ich will ihn ja jetzt stehend mit dem Po am Bitter haben. So. Die Spritze von Dr. Schüle ist nur eine Attrappe. Aber eine echte Behandlung wäre natürlich auch möglich. Das geht sehr gut. Ja? Da wäre nur die Bitte, noch die Zeiten zu verlängern, die er das Becken dran halten soll. Weil die brauchen wir ja, um dann eventuell, was ich, 1 oder 2 Spritzen geben zu können. Und, aber den Druck, den hält er locker aus. Also ich habe jetzt die Spritze wirklich, die stumpfe Spritze, wirklich sehr tief ihm in die Hinternbacke gedrückt. Und das war nicht das Problem. Rajat ist fertig und darf wieder raus. Nun ist Partnerin Kaveri an der Reihe. Sie hat gelernt, eine Ultraschalluntersuchung samt Rasur zuzulassen. Auch das simuliert Dr. Schüle. Gut. Mhm. Kaveri, komm hoch.
Richtig, ne? Okay, ich drücke relativ doll. Also nicht so weit weg, wa? Ja, also zum Rasieren wäre es jetzt sehr weit weg. So ist super. So ist es sehr gut. Ich komme sehr gut ran. Ich kann den gesamten Bereich gut abdrücken. Okay. Näher ran? Ja, aber gut. Komm. Kaveris erstes Baby ist leider nur wenige Tage alt geworden. Da sie hoffentlich bald wieder trächtig ist, soll sie an die Ultraschalluntersuchungen gewöhnt bleiben. Oh, frisch rasiert ist er auch. Sehr gut. Prima. Auch rasieren ist kein Thema. Na gut. Da, hast du fein gemacht? Ja, super. Alles erreicht, was wir erreichen wollten. Ja. Schön. Das Lippenbärenpaar ist wieder vereint und bestens vorbereitet auf künftige Untersuchungen. Im Aquarium sind die Pfleger noch mit den Vorbereitungen für die Fischwanderung beschäftigt. Ziel der Reise ist das Innenbecken des Flusspferdhauses. Da sind welche bei, wie beispielsweise die Niltilapien, die, wie der Name ja vielleicht vermuten lässt, ursprünglich aus dem Nil einzukommen und die aber in ganz Afrika mittlerweile verbreitet sind, weil die Leute dort die Fische auch als Speisefische nutzen. Es ist außerdem noch ein großer Wels bei, ein sogenannter Giraffenwels, die in Afrika Bubus genannt werden. Und der eine Bubu, der ist sozusagen übrig. Wir haben eine Menge Bubus in der Schau oben schon drin und wir wollen mal testen, ob das also auch mit diesem Wels funktioniert im Flusspferdhaus. Normalerweise müsste das alles ohne irgendwelche Schwierigkeiten gut gehen. Na gut, packen wir sie ein. Hast du schon die Gummistiefel an? Ja. Eventuell musst du schon ringeln. Ach na, das ist ja nur eine ganz einfache Nummer, wa? Na? Ja. Den würde ich in die Trainerin packen, wa? Da passt ja so dran, hier? Oder? Okay, ja, können wir machen. Der Giraffenwels ist bereit für den Umzug. Sind die Tilapien auch so einfach zu fangen? Am besten wäre, wenn wir sie einkreisen und dann einfach das Netz hochheben, Thomas. Oh, einer ist schon rübergeflogen. Okay, heben wir einfach mal hoch. Da haben wir schon mal fast alle. So, da können wir mal sortieren. Eine Niltilapie. Die machen so ja Probleme in manchen Gegenden, verdrängen die einheimischen Arten. Dann haben wir hier noch eine Geißeltilapie. Die kommen aus Ostafrika. Gut, dann wollen wir sie mal hinsetzen hier. Eine große Kamerun-Tilapie. Den Fisch habe ich mal seinerzeit selber gefangen in Westafrika, in Kamerun. Und die haben sich nicht an die Literaturangaben gehalten. Die werden normalerweise nur so 20 cm groß, laut Literatur. Bei uns sind sie doppelt so groß geworden. Das ist bestimmt die Berliner Luft. Oder das Wasser. Auffällig bei den Fischen sind diese Entenschnäbel der Männchen. Das sieht also sehr skurril aus. Wir haben die auch oben in den Schaubecken drin, weil die eben so eine vorgewölbte Schnauze haben. Das sieht wie so ein Entenschnabel aus. Und das haben nur die Männchen bei denen. Los geht es. Das Naturschauspiel der Berliner Fischwanderung. Im Tierpark liegt Bulle Morten immer noch regungslos am Boden. Ja, warte mal, jetzt kommt er. Da kommt. Gut, okay, ich bin raus. Bevor was passiert. Jetzt ist er wieder da. Pediküre und Narkose sind überstanden. Nun herrscht Erleichterung bei allen Beteiligten über den reibungslosen Ablauf. Jetzt ist er wieder wach. Bisschen düselig ist ihm wohl noch. Der ist ja auch von Natur aus ein bisschen dick. Ne? Der hat so einen dicken Bauch.
Wenn der jetzt auf dem Bauch liegt, dann drückt natürlich der Panzer nach vorne, dann kann das Herz nicht richtig schlagen, dann kriegt er schlecht Luft. Das ist bei dem immer so eine Sache. Wir haben ihn ja schon auf Diät gesetzt, aber wie das so ist, geht ein Mensch wie ein Rinder. Ich habe ihn ja schon vorsichtig dosiert, weil er ist so ein Problempatient. Wir wollen ja nicht, dass er anschließend schöne Füße hat und dann auf dem Pattotisch liegt. Gut, alles klar. Der nächste Termin der Fußpflegetruppe kommt ohne Narkose aus. Poitou-Esel Brice kennt die Prozedur. So, nochmal scharf machen hier. So, weg mal. Oh, pfeift an. Na, Brice, komm, zeig mal, was du gelernt hast in dem Jahr. Hm? Schön aufhalten, ne? Komm mal her. Du sollst artig sein. Dann komm mal her. Das ist gut, siehst du, da sind wir doch schon am Hals. Ja, ist ja gut. Ist gut, hab ich schon. Naja, ein bisschen aufgeregt, zu viele Leute hier, ne? Kleiner Mann. Ein Jahr ist der kleine Mann schon alt. Ist der fester? So, mein Kleiner, nun zeig mal was. Ne? Zeig mal, was ihr lernt hast. Ist gut. Oh, Fuß. Fein. Ja, wir haben jetzt, seitdem er geboren ist, haben wir ja angefangen zu üben mit ihm und das haben wir auch kontinuierlich weitergemacht. Wie gesagt, heute ist er ein bisschen aufgeregt, weil heute sind wir ein paar mehr Leutchen hier, da ist das immer ein bisschen anders. Ne? Aber man sollte schon mit einem Monat anfangen. Das ist ja gerade bei den Jungtieren, was viele Leute nicht verstehen, dass man sich da kümmert, dass die Hufe vernünftig gestellt werden. Weil wenn hier was wegbricht und schief, und der steht schief, dann wachsen die ganzen Gelenke danach. Und dann brauche ich mit einem Dreijährigen nicht mehr anfangen. Dann sind die Gelenke so gewachsen und dann steht der immer so. Na, kannst du. Gut, komm, ist gut. Nicht zu weit. Darüber hinaus lernen Jungtiere auch besser als Alte. Du hast gehört, du hast es gelernt. Vorne ist der Onkel. Hat der Papa gesagt. Brice lässt die Behandlung geduldig über sich ergehen. So, das war's. Na endlich. Es ist ein bisschen wie ein Zahnarztbesuch. Richtig schlimm war es nicht, aber gut, dass es vorbei ist. Im Vogelrevier ist die Freude groß. Marabu-Dame Elke hat endlich ein Ei gelegt. Darauf haben die Tierpfleger lange gewartet. Wir haben künstliche Besamung bei der Elke gemacht, weil sie frühzeitig auch gezeigt hat, dass sie legen will. Und die Elke hat gelegt. Und das sind ihre drei Eier. Nun hoffen wir, dass die künstliche Besamung auch was bewirkt hat, weil wir haben es auf dem Gang probiert, dass die Elke mit dem Hänsel zusammenkommt. Aber sie geht ihm aus dem Weg ganz einfach mal. Die hat Schiss vor dem Hänsel. Die ängstliche Elke brütet nun ein Ersatzei. Das kann dann später, wenn alles gut geht, gegen echte Küken aus dem Inkubator ausgetauscht werden. Na, Zuckerschnuck? Ja, Hänsel, ist gut. Ja, genau. Schicke Eier hast du da, Elke. Das ist ein Holzei, ist das ein einfaches. Weil wir wissen ja nicht, ob sie richtig brütet. Normalerweise ist es ja so, dass der Hahn sie ja auch mal abwechselt zum Brüten, damit sie ja auch mal ein bisschen die Beine vertreten kann. Und wenn jetzt schon was vielleicht befruchtet ist durch diese künstliche Besamung, ist natürlich, wollen wir natürlich auch, dass denn, wenn denn, auch was schlüpft. Fein. Ja, ist gut. Nee, der Runde kann ich nicht ablösen. Hier, du musst schon alleine brüten. Mach das mal schön alleine. Wenn da was kommen sollte, kannst du vielleicht auch selber ein Kind aufziehen, ne? Oh, Süße. Ja? Alles klar? Schick, schick. Ja, Hänsel, ich weiß, du bist... Der Hänsel ist jetzt natürlich furchtbar eifersüchtig, weil ich jetzt bei Elke bin. Und deswegen ist das auch das große Problem, weil die Elke sich zu uns mehr hingezogen fühlt als zum Hänsel. Ist eben das große Problem, wenn er sie jetzt erwischen würde, dann würde er ihr natürlich ein paar verbraten, ganz einfach mal. Ja,
Das tut uns ja auch leid. Aber du bist nun mal so eine kleine Zuckerschnecke. Ne? So eine kleine Zuckerschnecke. So, komm, setz dich mal wieder auf. Ja? Und klapp. Genau. Gut, Kinder. Vielleicht wird aus Elke und Hänsel doch noch ein glückliches Paar. Zurück zur Wanderung der Fische. Bitte die Straßenverkehrsordnung beachten. Natürlich. Rechts vor links und abbiegende Hauptstraßen und so weiter. Ziel der Fische auf Rädern ist das Flusspferdhaus. Da ist er schon, der feine Herr. Schön vorsichtig, nicht, dass wir hier Wasser verlieren. Passenderweise kommen afrikanische Arten ins weitläufige Innenbecken. Als erstes der Giraffenwels. Halt, hier müssen wir rennen, hier müssen wir rennen, andere Seite wäre blöd. Der Jungs wackelt wie so doll, nicht, dass der seekrank wird. Ach. Du, das ist ein Wildfang. Der kommt aus Afrika. Der muss irgendwann schon mal mächtig gewackelt haben, als sie den gefangen haben. Und. Ja, Mensch. Also der passt wirklich definitiv nicht durch diesen Gulli. Ja. Durch diesen Ablauf da. Na los, ihr seid die Fachleute. Setzt ihn rein. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Karpfen sagen. Also sagen sie ja nicht so viel, aber. So, und dann kippen wir. Zack. Hey. Oh, der will wieder zurück. Das dürfte ja kein Problem sein. Guck doch mal, ist ja wunderbar. Und wir werden ihn denn dressieren, dass er vor allem sich um die Scheiben kümmert. Ja, das wäre das Beste. Der bereichert jetzt dieses Becken um eine interessante afrikanische Komponente. Jawohl. Verbreitungsgebiet von Westafrika bis nach Ostafrika. Das heißt, der könnte so ja im Verbreitungsgebiet dieser Zwergflusspferde in der Elfenbeinküste mit vorkommen. Da gehen wir mit den Karpfen vor und sich auch gleich. Ja, die kicken natürlich gleich, was los ist. Neugierig, ja. Ziemlich großes Futterstück, werden sie wahrscheinlich gerade denken, aber den kriegen wir schon klein. Du hast noch ein paar andere. Wir haben noch ein paar mehr, ja. Gut, dann. Die nächsten Neuankömmlinge sind die Tilapien. Damit ihr euch nicht überarbeitet, haben wir euch die zweite Kiste gleich mitgebracht. Kick, der Wels ist schon in Tiefe geschwommen. Sehen ja nicht. Ganz vorne an der Scheibe war er eben. Scheibe ist gut, Scheibe ist gut, denn weiß er schon gleich, was er machen soll. Scheiben putzen, bitte. Der Fischeinzug verläuft unkompliziert. Da wir ja alle Leitungswasser benutzen hier, ist das also auch kein Problem. Wir haben auf jeden Fall alle das gleiche Wasser. Wir haben das gleiche Wasser, eben. Darum müssen wir uns da jetzt auch keine Gedanken machen. Die können wir also mal locker einfach so umsetzen. Ist das jetzt so die normale Farbe oder färben die noch irgendwie so ein bisschen anders um? Ein bisschen, also das, ich sag mal, bunter. Uwe, das tut mir wirklich leid, aber wir haben dir jetzt nicht die wirklich buntesten Fische aus Afrika mitgebracht. Aber also was die Unscheinbares. Das sind jetzt zwei verschiedene Arten oder Unterarten. So, warte mal, ich hab die drei so, ja? Die Shiranos, die Geißeltilapien, die Niltilapien und wir haben Kamerun-Tilapien bei. Ja, haben wir auch. Vier Arten. Plus den Wels, fünf Arten. Also mehr ganz Arten, toll, als ein Flusspferd Bene hat. Maria wird sich die neuen Mitbewohner gleich mal anschauen. Ab und zu bekommt Braunbärin Siddi ein umfangreiches Verwöhnprogramm spendiert. Zum Start des Rituals gibt es eine ganz besondere Köstlichkeit von Markus Röpke. Hey, Siddi. Jetzt kriegt's ein bisschen Lebertran. Riecht schon so eklig. Aber der Bär mag's. Wie man sieht. Das ist ja auch immer ganz artig, sonst würde sie einen Löffel wegreißen, ne? Dann gehen wir mal rauf und verteilen den Rest auf der Anlage, ne? Das war nur der Anfang. Siddis Tag steht ganz im Zeichen der Wellness. Fast könnte man vermuten, ihre Nachbarn, die Polarwölfe, seien neidisch. Zack, zack. Und dann reicht das auch schon. Und das verteile ich so fast überall so ein bisschen auf der Anlage. Zusätzlich kommt dann an die Ecke vielleicht hier noch ein bisschen Honig.
ich da drunter noch eine Birne. Dann habe ich hier noch so einen schönen Spielball gefunden. Mal gucken, wo ich hier den hinpacke. Meistens geht es damit ins Wasser. Ich kann ihn da mal hinlegen hier. So, ganz unscheinbar. Bären sind Allesfresser. Cedi ist aber gleichzeitig eine Feinschmeckerin. Hier liegt sie immer gerne drin. Hier ist schön Schatten. Hier werde ich ihr noch ein Leckerli geben. Das ist ein Schweineohr. Das ist immer ganz schön. Als Beschäftigung kaut sie immer ganz gerne drin. Dann liegt sie hier immer drin und nimmt ihr Öhrchen und knuspert dran rum. Das ist immer schön zu sehen. Welche Nascherei kommt bei Cedi wohl am besten an? Ganz klar. Das knusprige Öhrchen ist das bisherige Highlight des Tages. Erstmal so die Leckerlis sichern, bevor die Krähen kommen. Schweineohren mögen sie immer sehr gerne. Die sind halt auch so getrocknet und wahrscheinlich sind das so wie für uns Chips vom Fernseher, das Schweineohr. Das ist jetzt ihre Ecke da. Meistens macht sie sich da bequem, legt sich dann hin, legt sich auf den. Wenn sie das Schweineohr aufgefressen hat, legt sie dann auch auf den Rücken und ist dann recht relaxed. Ganz anders die Wölfe. Die würden am liebsten mal rübergehen und mit Cedi reden. Die mögen sie nicht so wirklich. Das macht aber Cedi auch, habe ich das Gefühl, manchmal mit Absicht, dass sie da so relaxed davor liegt. Sieht zumindest manchmal so aus. Als zweite Vorspeise empfiehlt Cedi Birne. Allerdings nicht nur zum Essen. Sie nutzt das Obst auch als Kosmetik. Birne und Ananas sind so die Sachen, womit sie sich immer gerne einreibt. Vielleicht sind da Fruchtsäuren drin, die sie mag. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haut sich das immer um den Kopf rum. Vielleicht erwartet sie auch noch Männergesicht. Jetzt reibt sie sich da mit dem Lebertran so ein bisschen ein auf dem Rücken. Ah, Schnupper. Das riecht aber gut. Gutes Essen, Kosmetik und Fellbehandlung. Fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Beschäftigung. Das ist ja doof, das ist ins Wasser geworden. Dicke, schau mal, hier ist dein Ball. Da ist er. Hol dir den Ball. Hol den Ball. Cedi fühlt sich wohl. Das macht ihr Spaß. Man hört ja auch diese typischen Brummlaute. Das ist dann totale Zufriedenheit. Erst was Schönes gegessen, ein bisschen Honig geleckt, sich mit Sachen eingerieben, jetzt noch ein bisschen baden. So ist der Tag schön. Viel All-Inclusive-Urlaub. So soll es auch sein. Manchmal will ich auch gerne Bär sein. Das ist schön entspannt. Markus Röpke hat sich wirklich viel einfallen lassen, um Cedi einen Tag lang zu verwöhnen. Marabus sind die erwachsenen Pelikane die nächste Station von Ronald Richter. Gleich mehrere Arten brüten hier gemeinsam. Na, super, Maus. Hier haben wir ja dieses Jahr zusammengestellt die Krauskopf und die Nashornpelikane und als Einzeltier ist die Schiele-Pelikanhenne mit noch hierbei. Und die Schiele-Pelikanhenne hat sich jetzt natürlich einen Krauskopf-Pelikan-Mann geschnappt. Hier die beiden frisch Verliebten. Ne? Er ist eigentlich mit Daniela zusammen. Ne? Die haben dies ja zum ersten Mal Kinder. Und er geht jetzt mit der Schiele-Pelikanhenne, weil die Frau ja nun auf dem Nest sitzen muss und die Eier bewachen muss, geht er nun mal fremd mal kurz.
Das bei Pelikan, das hat ja wie überall. Ja, man kann ja mal so einen Seitensprung wagen. Vielleicht hat sie es ja nicht gesehen. Da müsste sie aber sehr kurzsichtig sein. Das Gehabe der beiden Turtelpelikane ist mehr als deutlich. Sie bieten sich ja ihm auch an. Also demzufolge ist ja auch nicht dafür, dass er nun alleinig der Schuld ist. Das sind ja nun beide ganz einfach mal. Immer schön vorsichtig. Nicht so grob. Die können auch einfach mal Nachkommen zeugen. Das ist kein Problem. Pelikan ist Pelikan. Wenn Eier befruchtet sein sollten, dann könnten Junge draus schlüpfen. Alles klar, Jungs? Geh zu Daniela. Los, husch. Geh hin. Genau. Naja, kommt jetzt sowieso gleich wieder um die Ecke rum. Jetzt wird erstmal einmal durch die Kolonie gejagt und dann geh zu deiner Frau. Und nicht mit der Rumscharenzel, da mit der Schiele-Pelikan-Henne. Ne? Ja. Vielleicht kehrt der untreue Krauskopf-Pelikan ja nach dem Brüten zur Partnerin zurück. Panda, Gorilla und Co. bleibt dran an der Story.